Es ist Mittwoch, der 24. Februar. Ich begrüße euch herzlich mit einem Wort aus Jeremia 51, das ist der 50. Vers. Gedenket des Herrn im fernen Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. In unserem Kanton, im Kanton Bern, gibt es eine sehr wertvolle Einrichtung, nämlich das sogenannte Weltschlandjahr. Vielleicht machen das die Ostschweizer ein bisschen weniger als wir. Wir sind natürlich nah am Röstigraben. Leider kommen sie von einem für nicht so häufig zu uns in Deutschschweiz, für ein ähnliches Jahr zu machen. Die vielen, die es früher gemacht haben, und die einigen und zahlreichen, die es heute immer noch machen, sagen auf jeden Fall am Schluss oder rückblickend, es war eines der wichtigsten Jahre von meinem Leben. Für viele ist es das Jahr, wo wichtige Entwicklungen, wichtige Sachen ins Rollen kommen. Natürlich, es ist eben nicht ein Heimspiel. Man kann nicht heute zur Mami oder man kann nicht heute zu den Kollegen. Alles zusammen ist ein bisschen neu. Die Sprache ist neue Kultur, die Wessensart von diesen Leuten. Da gibt es eine gewisse Distanz. Es ist auch nicht ein Katzensprung. Es ist sicher nicht ein Heimspiel. Und das macht es zu einem interessanten Jahr, zu einer grossen Herausforderung. Der Jeremia hat ja gesagt, fernes Land, nahe Gott. Vielleicht muss man eben auch umgekehrt sagen, in vielen Fällen, nahes Land, ferne Gott. Wenn man immer daheim ist und immer auf sicher kann spielen, dann braucht man vielleicht Gott gar nicht so sehr, wie eben dann, wenn man plötzlich im Neuland innen steht und sich neu orientieren muss. Und so ist dann auch die zweite ganz wichtige Einrichtung entstanden, nämlich die Stadtmissionen. Weil die Kirchen und auch Freikirchen haben gemerkt, dass es ein ganz wichtiges Jahr ist, wo die Leute an den Wochenenden, wenn sie nicht gleich heimkommen, gleich einen gewissen Zusammenhalt brauchen und gewisse Impulse. Und so hat es Pfarrer gegeben und Prediger, die in diesen Städten Neuenburg, Lausanne, Genf und so weiter Stadtmissionen haben gegründet. Und dort haben sich die Leute versammelt und siehe da, es war der goldrichtige Moment für einen Neustart im Leben von vielen. Sie sind offen für den Glauben. Und sie sind interessiert an der Gemeinschaft. Und so machen sie zum Teil alte Schritte wieder neu oder überhaupt erste Schritte auf dem Weg mit Jesus Christus. Ob Stadtmission, ob es eine christliche Familie ist oder vielleicht ein Anschluss an eine christliche Gemeinde, das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass man sieht, dass Gott sich die Situation zu Nutzen macht. Fernes Land, nahe Gott. Das war das Motto, nicht nur bei Jeremia, sondern auch für viele Leute, auch für eine Tochter von uns. Sie war im Weltschen nach einem Krisenjahr und das ist plötzlich für ihre Glaubensentwicklung ein ganz entscheidendes Jahr geworden. Es hat sogar eine sehr lange Geschichte daraus gegeben. Heute ist eine neue Familie entstanden, kann man sagen. Das hat eben mit den Wurzeln im Weltschen zu tun, mit den neuen Wurzeln, die dort entstanden sind. Aber wir sehen, wie genial Gott eben all das zurückbringt, was einem vielleicht so selbstverständlich war, wo man fast gar nicht mehr zu schätzen gewusst hat, wo man sich unter Umständen sogar davon entfernt hat, nämlich unsere christlichen Wurzeln. Plötzlich in einem neuen Umfeld für diese Sachen neu anfangen zu leuchten. Schon als Kind habe ich eine von diesen Stadtmissionen lernen kennen, bei der viel ein- und ausgegangen. Es war die von Neuchâtel. Dann ist der Sohn von der Predigerfamilie Bösterli noch am Boden herumgeraget, der jetzt einer der Gründer des ICF Zürich geworden ist. Ich war mich noch besinnen an ihn als ein kleiner Bub. Ich war selber dort im Orchester in Neuchâtel, in einem von den Räumlichkeiten der Stadtmission. Aber für mich selber war es nicht das Weltsche, sondern war es Amerika, wo ich ein Jahr verbracht nach der Schulzeit. Für mich das entscheidendste, das wichtigste Jahr von meinen 55 Lebensjahren. Nach dem Motto «Fans Land nahe Gott». Es ist so viel passiert. Es ist eine grosse Hoffnung, eine grosse Möglichkeit. Gott braucht sie. Wir haben auch eine Tochter im Moment, die noch mal einen Schritt weiter ist, nämlich in Neuseeland. Das sind immer wieder Hoffnungen, die sich für junge Leute ergeben, wenn sie so in einer ganz anderen Umgebung etwas, das eigentlich nahe liegt, ganz neu begegnen können. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.